Hallöchen Freunde und willkommen zur nächsten Runde. Wir haben noch drei Spiele hier in der virtuellen Bundesliga im Oktober. Und hier wollen wir natürlich jetzt versuchen, schnell noch aufzusteigen, den letzten Zug noch mitzunehmen. Und das geht gegen Borussia Dortmund. Erste Riesenchance hier von René Adler, aber verhindert. Also starker Auftritt, 12. Minute hier, super Chance. Da haben wir Glück gehabt, dass das nicht ins Tor gegangen ist. So, 22. Minute bereits. Nicht so viel los in diesem Spiel. Über rechts auf Son. In die Mitte. Aber da kommt dann nicht, der Rudnöpf, der kommt dann nicht richtig zum Ball ran. Und kann den Ball nicht wirklich aufs Tor auch bringen. So, die Dortmunder wieder. Super Pass auf Reus. Läuft alleine auf Adler zu, will rüberlegen. Aber da sind Hamburger Beine dazwischen. Glück gehabt, dass es hier immer noch 0:0 steht und es ist schon die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Diekmeier von rechts, aber da kommt kein Hamburger an den Ball. Vielleicht noch im zweiten Versuch. Aogo auf Jiracek. Aber der Pass, ganz schwacher Pass. Und damit wird die erste Hälfte auch schon abgepfiffen. Drei Chancen, zwei größere von den Dortmundern. Also man kann froh sein hier als Hamburger, dass es hier noch 0:0 steht. Und ja, von den Chancen her, wie gesagt, das war eine ganz, ganz schwache erste Halbzeit. Da können wir eigentlich nur hoffen, dass es in der zweiten Halbzeit besser wird. Ein Torschuss, ein Schuss zu 0 Schüssen, also ganz, ganz schwache Statistik hier. Und es werden noch 2 Punkte werden noch benötigt für den Aufstieg in die Liga 1. So, der nächste Angriff auf Lewandowski. Lewandowski aber abgeblockt von René Adler, der den Ball hier aus der Ecke rausfischt. Und die Ecke von Schmelzer. Aber es kommt keiner an den Ball. Die Hamburger klären auf Rudnevs gleich nach vorne. Rechts läuft Son. Kann er auf Son spielen? Nein, er geht links rüber. Alleine vor Weidenfeller und abgeblockt. Da haben die Dortmunder wirklich Glück, dass der Schlussmann den Ball hier noch abblocken kann. So, Van der Vaart bei der Ecke. Und ja, Rudnevs hier mit dem Kopfball, aber nicht wirklich gefährlich. 62. Spielminute läuft. Und da ist ein Fehler von den Dortmundern. Son und gehalten von Weidenfeller. Und es gibt die nächste Ecke. Hereingespielt von Van der Vaart, Westermann und Son. Aber den hat er nicht richtig getroffen. Drei relativ gute Chancen hier jetzt von den Hamburgern. Gleich das Chancengefüge ungefähr aus. Oh, Rudnevs. Und daneben geschossen. Großer Fehler hier von den Dortmundern Verteidigern. Und aber leider nicht genutzt. Also mittlerweile wäre eine Hamburger Führung sogar mehr verdient. Von den Dortmundern hier in Hälfte 2 bisher noch gar nichts. Jetzt vielleicht Bender. Glück gehabt, dass der Ball zu Großkreuz geht. Großkreuz über rechts. Kommt aber an der guten, gut gestellten Verteidigung nicht vorbei. Jetzt aber innen auf Reus. Aber auch der hat seine Probleme. Kriegt den Ball zu Kehl. Kehl schießt und aufpassen. Zum Kopfball kommt aber kein Dortmunder mehr ran. Super pariert von René Adler. Und jetzt ist die Chance vorbei. Also eine ganz lange Chance hier. Aber da sieht man schon, dass die Dortmunder nicht den richtigen Zug zum Tor haben. Hier in der zweiten Halbzeit. So, und dreimal gewechselt auf der Seite der Hamburger. Son, Jiracek und Rudnevs. Und es läuft schon die Nachspielzeit. Und damit ist das Spiel auch schon vorbei. Also 0:0. Keine richtig schöne Partie. Und wir werfen mal einen Blick auf die Chancen. Also 6:5. Ziemlich ausgeglichen. Immerhin ein Punkt. Das heißt, es wird auch nur noch ein Punkt benötigt in den nächsten zwei Spielen, um hier den Aufstieg zu schaffen. 4:1:3 die Bilanz in dieser Liga 2. Vernünftiges Ergebnis, aber wenn man jetzt bedenkt, dass man
Das eine Spiel gegen die Bayern, wo man 3-1 geführt hat und in der 89. Minute die PlayStation abstürzt, ist das Ganze schon ein bisschen bitter. Und jetzt geht's gegen den HSV. Wir haben das weiße Trikot. Der Gegner. Oh, jetzt der erste Angriff. Rudnevs. Und überlupft. Traumtor für Rudnevs. Adler kommt kurz aus dem Kasten, deutet es zumindest an. Aber den überspielen wir. Richtig starkes Tor. 6. Minute, ähnlich wie gegen Nürnberg. Erster Angriff. Übergelupft. Oh, da kommt Adler nicht mehr ran. Und der Gegner spielt hier in den Klassik-Trikot von Hamburg. Das heißt, er ist über Stufe 20 und da bin ich mal gespannt, wie der sich hier schlägt. So, Adler kommt da einmal kurz raus. Rechts über Dickmeier der Angriff, aber sofort verloren den Ball. Jiracek über links, Jiracek. Der Ball in die Mitte, aber Van der Vaart kann nicht mehr rechtzeitig reingrätschen. Adler holt sich den Ball, aber wieder zurückgeholt. Badel, Son gewinnt das Kopfballduell. Badel schießt, aber zu zaghaft, zu zahm. Adler holt sich den Ball hier und klärt die Situation. Aber Ilicevic hat Glück gehabt. Den zweiten, den verliert er dann aber. Badel auf Rudnevs. Son vorne. Son aber abgeblockt von Menschen. Gibt nur Ecke. Und wir sind immer noch erst in der 12. Minute. Die Ecke. Ja, sofort geklärt, aber hier verlieren sie wieder den Ball. Also, die roten Hamburger können den Ball nicht wirklich halten. Erster Mann auf Arslan. Schön gespielt, aber da kommen sie nicht mehr ran. Aber es gibt Eckball. Und die Szene ist immer noch ungekürzt. Oh, was ein Kopfball. Und an die Latte und der nächste Kopfball ans Außennetz. Riesenmöglichkeit hier. Hier sehen wir es nochmal. Oh, da haben die roten Hamburger richtig Glück gehabt. Und der Abstoß landet bei unserem Dickmeier. Schöne Flanke nach außen auf Jiracek. Auf Aogo. Setzt sich hier durch. Jiracek in die Mitte auf Badel. Holen sich den Ball wieder. Rudnevs. Aber da kommen sie nicht mehr ran. Einwurf. Und immer noch ist diese Szene ungekürzt. 18. Minute. Dickmeier verliert den Ball. Aber Badel ist auf dem Posten, holt sich den Ball wieder. Badel, Flanke und der Ball wird übers Tor geköpft. Also, die Roten können sich hier fast nicht befreien. Weiter geht's, wieder mit unseren Hamburgern. Über Rudnevs. Spielt. Ne, die Flanke. Auf und der Ball bei Badel. Und Adler holt den Ball hier raus. Ja, das ist schwierig gegen einen Adler zu spielen. So, die Ecke. Westermann. Aber klärt zur nächsten Ecke. Wieder von Van der Vaart reingebracht. Menschen. Arslan. Abgeblockt. Wieder Arslan und wieder Adler holt den Ball hier gerade noch raus. Der Nachschuss bzw. der Pass danach in die Mitte. Auch den pariert Adler. Und es geht immer noch weiter. 25. Minute. 25. Minute umgekürzt hier zur nächsten Ecke. Westermann. Rudnevs. Und der Ball geklärt. Aber schon wieder verloren. Die Roten kommen hier einfach nicht zum Zuge. Beziehungsweise im Angriff, im Aufbauspiel sehr schlecht. Hier haben sie den Ball zwar wieder. Auf Son. Gut gespielt. Nee. Kleines Missverständnis hier zwischen Son und Rudnevs. Und der Ball ist wieder bei uns. So, Westermann auf Dickmeier. Der zu Ars, wieder zu Arslan, der übers auf Son. Und schickt Van der Vaart. Der spielt zurück auf Rudnevs. Rudnevs in die Mitte auf Arslan. Frei vor Adler und kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Das hätte jetzt spätestens das 2:0 verdient gehabt. Westermann. Aber keine gute Ecke. Jiracek. Links auf Badel. Der wieder zu Jiracek. Ah, der kriegt den Ball nicht
behauptet. Gute Grätsche hier, aber Einwurf für die Roten. Und es ist immer noch ungekürzt. 34. Minute. Wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Und holen uns den Ball hier wieder. Über Westermann. Auf Van der Vaart geköpft. Rudnevs und Van der Vaart frei vor Adler. Aber Adler holt sich den Ball hier runter. Der wäre richtig gut in den Winkel eingeschlagen, denke ich. So, es wird Zeit hier endlich das 2:0 zu machen, damit man hier den Aufstieg sichern kann. Badell. Ja, verliert hier den Ball gegen Westermann. So, Son auf Rudnevs, auf Van der Vaart zu Jiracek. Jiracek schießt, aber links oben drüber. Abschlag von den Roten im Angriffsspiel, aber der Ball wird sofort wieder verloren. Jiracek jetzt auf Son, der auf Van der Vaart. Spielt zurück auf Son und Pfosten gegen den Innenpfosten. Riesenmöglichkeit. Was für ein Pech muss man haben mit dem Drall, dass der noch ins Tor ausgeht. Also ein Riesenspiel von uns. Das Einzige, was fehlt, sind die Tore. So, jetzt die Roten im Angriff. Auf Son. Es ist schon die Nachspielzeit der ersten Halbzeit und der erste Abschluss und ein ganz guter Schuss. Adler holt den Ball noch zur Ecke weg. Jetzt auf Jansen. Jansen vielleicht nochmal mit der Möglichkeit schießt, aber nichts passiert. Und jetzt wieder, jetzt sind wir wieder im Ball und es geht zur Halbzeit. Also 1:0, erste Halbzeit durch den schönen Lupfer von Rudnevs. Und ich glaube ungefähr 20 Torschüsse. Also es hätte locker 3-4 oder 5-0 stehen können. 15:2 Torschüsse. Und jetzt die Roten. Na, zweite Halbzeit, 51. Achtung! Achtung! Und das gibt Elfmeter. Das gibt Elfmeter. Badel holt Son hier von den Beinen. Und es gibt den Elfmeter. Van der Vaart steht am Punkt. Und schießt den Ball zum 1:1 rein. Wie bitter ist das denn? Das ganze Spiel gemacht. Und jetzt steht es gleich nach der ersten richtig guten Möglichkeit 1:1. Jetzt müssen wir da aber richtig angreifen. Menschen auf Diekmeyer, gut gespielt auf Rudnevs, schön gespielt auf Son und Son die Flanke. Hinten steht Jiracek, aber verliert den Ball hier an Menschen. Und der Angriff der Roten läuft. Van der Vaart, aber abgepfiffen, Vorteil. Und weiter geht's. Diekmeyer auf Van der Vaart, auf Son. Rudnevs kann den Ball aber nicht richtig nehmen. Der Ball aber wieder zurück bei uns und die Flanke nicht gut. So, jetzt die Roten auf Beister. Der spielt zu Van der Vaart und der verliert den Ball an Aslan. Also es geht so weiter wie in der ersten Halbzeit. Es muss jetzt nur dringend ein Tor kommen von uns. Sonst wäre das Ganze hier ein bisschen gefährlich. Aber jetzt die Hamburger, die Roten im Angriff. Über Rudnevs. Aber der Ball wieder verloren. Bevor richtig Gefahr aufkommt. Schön gespielt auf Van der Vaart. Kommt er irgendwie durch gegen drei. Rudnevs, aber der kann den Ball nicht behaupten. Der kann den Ball nicht behaupten. Und wieder den Ball geholt von den Roten. So, Asan jetzt auf Son. Ah, jetzt verlieren sie hier den Ball wieder. Also, bisschen
bisschen viel Geplänkel. 76 Minuten sind vorbei. Die Roten im Angriff. Und was heißt denn das? Was ist denn das? Da schenken sie das Tor. Da schenken sie das Tor. Da schießen sich beim Befreiungsschlag die unsere Verteidiger selber an und Van der Vaart stoppt ab. 2:1. Das darf ja gar nicht sein. Jetzt müssen wir da auf jeden Fall nachlegen. Ein Punkt muss es werden. Ein Punkt reicht, um aufzusteigen. Und rechts über Son. Son verliert den Ball an, aber er geht zu Van der Vaart. Jiracek. Schönes Tor. Rechts an den Pfosten. Also 2:2, 80. Minute. Und vielleicht geht da ja noch was in Sachen in Richtung Sieg. Ein Unentschieden würde aber auch reichen für den Aufstieg. Schnell ausgespielt, der Freistoß, aber ein bisschen überhastet. So, Jiracek zu Arslan. Bekommt den Ball wieder. Jetzt durch die Mitte, Badel, Son. Son! Ah, aber links an den Pfosten vorbei. Da musste Adlan nicht mehr eingreifen. Schade. Und wieder im Angriff. Van der Vaart auf Rudnevs. Lupfer. Kommt aber nicht aufs Tor. Und auch im Kopfballduell danach keine Chance. Schade, schade. Und jetzt die Roten im Angriff. 89. Minute über Rudnevs. Rudnevs spielt auf Son und der macht das 3:2. 90. Minute. Und die drehen hier das Spiel. Die drehen hier das Spiel. Gibt es vielleicht noch eine Chance? Nein, gibt es nicht. Wir verlieren hier 3:2. Und ja, mit über 20 Torschüssen wahrscheinlich verlieren wir hier 3:2. Also, leicht unglücklich, leicht unglücklich. Und naja, ein Spiel haben wir noch. Da müssen wir mindestens einen Unentschieden machen. 18:6 Torschüsse, 11:5 aufs Tor. Ja, das war mal ein Ding. Das hätten wir locker gewinnen müssen. Da hätten wir in der ersten Halbzeit schon 3-4 Tore machen müssen. Und wir schauen mal auf den Stand. Also, es bleibt bei 13 Punkten, 4 Siege, 4, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Und ein Spiel haben wir noch, um den letzten Punkt für den Aufstieg zu holen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Das nächste Spiel gibt's dann morgen. Bis dann.